sollten Kinder eine Diät machen. Ich bin klar dagegen. Denn eine Diät richtet oftmals im Körper eines Kindes größere Schäden an, als dass es helfen könnte. Die heutigen Kinder schädigen sich oft selbst, indem sie eine Diät machen. Nur um dem Schönheitsideal der Gesellschaft zu entsprechen. Laut Studien sind Gründe für eine Diät oftmals Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen, Mobbing oder die Eltern wollen es einfach. Aber es gibt natürlich auch harmlosere Gründe wie man will fit bleiben oder man will fit werden. Viele Kinder, aber auch viele Erwachsene wissen nicht, was die Konsequenzen sind oder was genau mit dem Körper des Kindes geschieht. Es gibt viele verschiedene Reaktionen und Probleme auf unzählige Diäten. Die berühmtesten wären der Jojo-Effekt, Selbstkannibalismus oder automatischer Verbraucher oder psychischer Jojo-Effekt. Beim Jojo-Effekt ist es so, dass man eine x-beliebige Diät macht und dann für eine kurze Zeit abnimmt. Das ist zwar schön gut, aber nach einer wieder mal einer kleinen kurzen Zeit nimmt man desto mehr zu. Desto mehr man abgenommen hat, desto meistens verdoppelt es sich. Beim Selbstkannibalismus ist das wie ein Sparbuch. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen das sämtliche Essen wegnehmen, bis auf 5 Dosen. Sie würden natürlich Ihr Essen rationieren und nur kleine Portionen zu sich nehmen. Genau dasselbe macht der Körper auch. Dieser Zustand kann bis zu einem ganzen Jahr lang anhalten. Sie würden nicht abnehmen und nicht zunehmen, sie würden einfach so bleiben. Beim automatischen Verbraucher ist das wie ein Schockzustand. Daraus kann eine Nahrungssucht entstehen oder im Endeffekt sieht es aus, sehen sie aus wie ein laufendes Skelett. Der schlimmste ist jedoch der psychische Jojo-Effekt. Denn die Psyche eines Kindes ist sehr leicht zu verwirren und zu verstören. Das Kind könnte deswegen eine Fresssucht bekommen. Aber das sind nur die schlimmsten Fälle natürlich. Aber trotzdem, man sollte nicht vergessen, dass ein Kind genug essen sollte, egal ob in der Pubertät oder nur in 3 Jahren. Auch wenn es an Fettleibigkeit leidet. Denn sonst stört das den Stoffwechsel des Kindes. Natürlich sollte man auch viel Sport machen und nicht den ganzen Tag vor dem PC kochen oder spielen. Man sollte aber genauso wenig nur fertiges Zeug zu sich nehmen. Man sollte auch sich gesund ernähren, aber auch nicht übertreiben, denn zu viel vom Guten ist nie ganz gut. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass die Eltern die Fäden in der Hand haben. Sie sollten die Kinder dazu bringen oder unauffällig deren Essen gesünder machen. Sie zu einem Sportart, überreden, die ihnen gefällt, die ihnen Spaß machen würde. Aber trotzdem ist man oft in der Zeitung nur 10 Tage und 3 Kilo abgenommen. Das stimmt leider nicht immer so, denn oftmals nimmt man nicht Fett ab, sondern es sind wichtige Ressourcen im Körper. Und deshalb, wenn Sie eine Diät machen sollten, wenn Ihre Kinder das machen, bringen Sie dazu, ein bisschen Sport zu machen. Denn das erhält ihre Muskelmasse.